Live aus dem Studio gibt es jetzt hier wieder ein bisschen Musik und die kommt von Dune mit Rainbow to the Stars 2003. Dankeschön. Dankeschön auch an die Tänzerinnen. Die können sich jetzt ein bisschen entspannen. Ich werde sie nicht ganz so viel fragen. Olli. Hallo. Wie geht's dir? Super. Ja? Ja. Dankeschön. Du hast ja wieder mal deine zeitlose Hymne ausgegraben. Mhm. Und auch mit sehr, sehr großem Anklang. Also es war schon wieder so, als hätte man drauf gewartet, oder? Drauf gewartet? Ich hoffe doch, ja, klar. Mhm. Natürlich machen wir jetzt gerade neue Sachen im Studio. Mhm. Wir sind einfach mit einer Coverversion von uns selber angefangen. Bevor es jemand schlecht macht, haben wir uns gedacht, machen wir es mal selbst. Stimmt eigentlich. Das ist, daran habe ich gar nicht gedacht. Was für neue Sachen sind denn das? Also wir sind gerade im Studio, haben schätzungsweise ein halbes Album fertig und wir versuchen natürlich ein bisschen neue Soundwege zu gehen. Also wie man wahrscheinlich einige wissen, war früher Verena dabei. Mhm. Im Moment habe ich gar keine Sängerin mehr dabei. Mhm. Also wir haben zwar die Vocals noch benutzt und werden in Zukunft mit vielen anderen Leuten noch zusammenarbeiten. Mhm. Also wir werden da ein bisschen vielschichtiger im Sound. Was für Vision hast du denn für dieses Album? Gibt es irgendetwas, was ihr euch so als Ziel gesteckt habt, so nach dem Motto, ich möchte, dass es vor allen Dingen so und so klingt? Nee, wir lassen uns da ein bisschen treiben. Also wir haben schon ziemlich viel so erarbeitet, wollen zwar textlich ein bisschen anders werden, weil früher war es immer, so Liebe und
Fröhlichkeit und alles und diesmal vielleicht ein bisschen tiefer gehen, textlich auch und musikalisch, die Zeiten haben sich verändert, in Juden gibt es mittlerweile 9 Jahre und da hat sich die Musik auch einiges verändert und wir schauen mal, was so passiert. Und ich bin gespannt auf euer 10. Jahr, scheint ja explosionsartig weiterzugehen. Hier, Rainbow to the Stars, das ist die Single, so, 2003, so sieht sie aus und hier habe ich gerade 2 Sachen irgendwie mit und das hat man mir gesagt, keine Ahnung, was das ist, aber frag mal nach unbedingt. Ja, ganz wichtig, dieses, soll ich es mal außer ja, das ist ziemlich schwer. Das haben wir fürs Video machen lassen. Das ist irgendwie voll Aluminium. Und wir haben uns gedacht, bevor das bei uns im Studio rumliegt und jeder legt da irgendwie eine Kaffeetasse oder sonst irgendwas drauf, verlosen wir es doch lieber auf unserer Internetseite www.jun.de. Und da kann man sich ab sofort dann eintragen. Und wenn man sich da eingetragen hat, hat man eventuell die Chance, sowas zu gewinnen. Und CDs und T-Shirts und sowas gibt es natürlich auch. Aber das ist dann so der Hauptpreis, weil das ist echt eine... schönes Teil. Das ist echt schön. Also um den Hals hängen kann man sich das nicht. Ja, das wäre ganz schön schwer, aber schön ist es trotzdem. Und das hier, nehme ich an, ist euer Kultgeschenk an uns. Genau. Ne? Was hat es damit auf sich? Damit hat es auf sich. Es ist ziemlich warm gewesen, da wo ich gestern hergekommen bin, aus Barcelona. Und da ich doch wusste, dass ich hier bin, Barcelona ist schön, ne? bin ich in diesem Laden gewesen, da gibt es demnächst hier in Deutschland, glaube ich, auch so eine Kette von, ich sage jetzt nicht, wer es ist, und hier kann man super Getränke drin kalt halten, also so Milchkaffees oder sowas mit ein bisschen Eis und dann... Ja, lecker. Und gut aussehen tut's auch noch. Ich danke dir. Ich danke euch. Ich danke euch irgendwie für eure super Performance. Oh, vielen, vielen Dank. Der Strohhalm, oh mein Gott. Rein, ja. Ja, nee, hier, so geht das ja nicht. Also einmal waschen, bevor ihr das irgendwie... bevor ihr daraus trinkt, ist vielleicht ein bisschen hygienischer. Und ansonsten gibt es jetzt hat nichts mit hygienisch zu tun, sondern eher mit laut und cool und weiter. So, Nena und Kim Wilde und Any Place, Anytime, Anywhere. Dankeschön.